Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dexit. Ihr seht schon in meinem Inventar, ich habe es wieder. Ich habe auch ein bisschen noch zwei mehr und noch ein Nebulous Heart von einem Enderman erhalten. Und ich habe so ein komisches Skelett auch gekillt in der Nacht. Ich war mal mutig und da kam auch dieses Skelettschädel her, das Gold und diese komische Spitze. Oh, der hat Glück. Das ist gut zu wissen, weil wir sind noch nicht mal drauf geschaut. Aber wir wollen jetzt ja nicht die Zeit verschwenden. Ich habe eine Idee. Wir setzen den hier oben hin. Weil der ist auch leer. Jeder verbeutet es. Ich will alles mit roher Gewalt machen. Und wir setzen den hier oben hin. Und tun dazwischen dann das Gold. Was ist denn? Flüssiges Gold. Und dann dazwischen rein. So. Da müssen wir doch hinten oben drin, oder? Ja, perfekt. Zack, läuft der voll. Aber weil wir wissen. Warum läuft der leer? Ich muss ihn mal abbauen. Geh kaputt, so. Ich hätte dich gerne eins höher. Mit einem ganz bestimmten Grund. So. Und drehen den Hahn und dann hier hin. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel immer wieder den hinstellen, den Portable Tank. Dann wird der auch befüllt, weil der ist ja eh bummvoll gerade. Ist die Leitung da leer? Was ist jetzt los? Fließt noch was, oder? Oder sind wir schon voll? Warte mal. Ich habe doch den... Ah ne, den Weltennagel haben wir noch nicht... Stimmt, deswegen wollte ich ja eigentlich noch hier hin. Der Weltennagel ist ja noch gar nicht aktiviert. Oh, wir brauchten ja noch hier den ganzen Schmarrn. Ah! Erinnert mich doch, wenn ich sowas vergesse. Mein Gott, für was habe ich denn euch? Ne, wir müssen ja hier das alles aktivieren noch. Wir müssen ja diese komische Mischmasch-Zeug da noch machen. Also dafür brauchen wir noch Coal Dust. Den haben wir doch auch noch, oder? Zwei, so. Und dann war, wie war das? Das zusammen mit dem und mit der Hälfte von dem ergibt Leerstaub. Oh, sogar richtig viel Leerstaub. Bedeutet, wir gehen jetzt noch einmal kurz in Never und ich hoffe, dass diesmal wir keinen. Habe ich genug Holz dabei? Für den Notfall. Kein Skelett auf einmal da steht. Das wäre nicht ein bisschen problematisch. Und irgendwie komisch, wenn immer wieder ein Skelett da steht. Schön. Jetzt aktivieren wir ganz schnell den. Ah, der hält jetzt 24 Stunden. Und es füllt sich wieder instant auf. Perfekt. So wollen wir das, wenn das da so voll ist. Und dadurch, dass auf der anderen Seite kein Weltnagel aktuell ist, aktiviert sich das Ding natürlich auch nicht. Aber jetzt müssen wir nicht mehr in den Nether, um das zu aktivieren. Also es wird immer weiter gehen. Immer weiter. Bruding macht's bei mir. So, und der ist jetzt dauerhaft voll. Yes! Jetzt können wir einfach hingehen und abmachen. Und ich glaube, den kann ich auch noch abmachen. Das passt schon so. Den kann ich einfach seitlich hinstellen. Dann füllt er den auf. Na, den können wir jetzt schön mitnehmen. Und auffüllen draußen. Da sollte ich jetzt eigentlich die hinstecken können. Zum Beispiel so. Klack, klack, klack. Klack, klack. Dann stelle ich dort... Kann ich den umstellen? Oder dann füllt den auf, oder? Ja. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Leistung noch drin. Yes! Das ist gut. Jawohl. Sind wir die nochmal mit? So easy kann das gehen, ne? So komplett easy. Stellen wir die nochmal hier hin. Zack. Schon pumpt dann mit instant voll. Es geht so schnell.
Der braucht ja gerade nichts. Jetzt saugt er dem schon alles weg. Und dann ist der wieder voll. Schaut bei dem aus, voll? Schaut voll aus. Und dann wieder einpacken. Und wir tun währenddessen hier mal den Leerstaub und den Welten nachlehnen, falls wir noch einen brauchen. Aber wir haben jetzt endlich unendlich viel Energie. Das will doch jeder mal haben. Pump noch den Rest da rein, den wir brauchen. Na, wir sind jetzt bummvoll, wie scheint. Und jetzt könnten wir rein theoretisch hier Barren machen, ne? Was ist das denn? Wo habe ich denn die jetzt her? Warum habe ich Lava-Shards und woher zur Hölle kommen die? Komische Teile. Lass ich mal hier. Das gleiche Eisen kann ich hier wieder zurück tun. Genauso wie dich hier. So, Never Quartz habe ich hier gleich noch nicht drin. Aber unsere Anleitungen sind hier auch noch zum Beispiel viel zu gering. Warte mal, wir wollen noch ein bisschen. Ich brauche mal schon was zu essen hier. Wenn wir gut sind, können wir irgendwie eine Obsidian-Produktion sogar machen. Später würde ich gerne hier unten irgendwie eine Leitung langlegen, die dann hinten drauf geht und sich da aufteilt und was holt. Aber ihr seht schon, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich noch irgendein Tier, was wir reinschmeißen können. Das wäre was. Hat mal Gold, Blut. Ein Blutopfer. Mit ein paar Hühnchen. Hallo. Na, wie geht's, mein Kleinen? Alter, wie viele Eier wir schon wieder haben. Wir können wieder ganz viel Mayonnaise machen oder Eiersalat. Das ist wieder super. Wir haben einfach zu viele Eier, das ist es eher. Ich drücke jetzt mal den falschen Button. So. Ja, noch ein Generator da, aber wir haben keine Umwandlungsmaschine mehr. Das ist aber... Weil das ist natürlich jetzt... Oh, so schön. Das läuft so easy und prima. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Dirt reinstecken. Jetzt ist es ja wurscht. Jetzt haben wir ja genug Lava. Haben wir noch ein bisschen Erde irgendwo auf Land? Kommt alles mit. Und dann probieren wir gleich uns so eine schöne Pressstampf-Dingsbums zu machen. Und dann... Hat sich das Ganze... Also wie passt denn da rein? Ist da noch Platz? Jo, da ist noch Platz. Ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt so ein paar... Vielleicht, wenn wir einen Trichter drunter bauen, vielleicht ergibt es auch noch Sinn. Hm? Müssen wir ausprobieren. Ja, für Trichter brauchen wir wieder 3 Eisen. Wo ist das Eisen da? 3 Eisen. So, von euch für eine Kiste. Und hier hat sich aufgenommen. Genau, ich brauche jetzt Tinker's Construct. Add Tinker's Construct. Die haben wir diese Basteltische. Werkzeug Esse. Was ist denn jetzt Werkzeug Esse? Werkzeugteilbauer. Schablonentisch brauche ich einfach. Einen Schablonentisch. Und den mache ich. Okay. Dann nehme ich einfach das komplette Zeug hier mit. 3 von euch brauche ich. 1 für eine Kiste. 1 für die komischen Teile hier. Und dann brauche ich noch eine Werkbank, wo ich das drauf tue. Dann habe ich so einen Werkstatt-Schablonentisch. Und den packe ich jetzt aktuell mal hier hin. Also Werkzeug ist eine Kombination. Also eigentlich wollte ich den, wo ich die Teile bauen kann. Werkzeugteilebauer, Werkzeugesse. Das ist doch wieder Schablonentisch, ist das doch, oder was ich gebaut habe? Das ist eine Werkzeugstation.
Den Schablonentisch, ah, der kann um einiges einfacher. Schablonentisch. Da kann ich mir jetzt sicher eine ganz einfache Schablone für ein Ingot machen. Eine Schärfungsschablone. Nee, ich wollte eine Ingot. Messerklinge-Schablone. Ist doch eindeutig ein Ingot. Das ist doch keine Schärfung. Eine Schildschablone. Große Schablone. Schärfungsset. Ja, für Scheiße, dann kannst du mich irgendwo anders. Erstmal schlafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das ist schon wieder schon verzaubert, das Drecksteil. Versuche es doch gar nicht, mein Freund. Der hat es irgendwie eilig. Entweder weil er mich von mir gehört hat oder irgendwas anderes. Wie geht es mit den Schablonen? Ich habe das mal wieder vergessen. So, wo sind die Bücher? Tinker's Construct Buch. Wird es ja sicherlich eins geben. Ah, es gibt echt Schärfungssets. Uff. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Barrengussform. Barrengussform. Evil Infused Iron Ingot. Noch eine Barrengussform. Und wie produziere ich die? Eine Barrengussform. Eine Barrengussform. Verbraucht Gussform. Die wird aber immer verbraucht. Weitschützer Lehmform. Lehmform, was? Barrengussform. Ja, ich will diese Barrengussform. Bloß was für ein Material ist denn das? Ist zu lang her jetzt. Jetzt sag mir doch, was es ist. Mein Gott. Item Cast. Was ist das denn? Kann ich noch von hinten beginnen? Wir wissen, aus was für ein Material das besteht. Nicht. Kann ich nicht einfach ein Ingot hinlegen und ich schmelze mir dann so eine Form oder so? Irgendwie auf die. Und dann. Mein Haus. Mein Leben, mein Haus, mein Stock, meine Gasse. Ei, Karamba hier. So. Was ist, wenn ich jetzt hier ein Ingot reinlege? Dafür brauche ich wahrscheinlich genau dieses Gussmaterial. Oder irgendwie so. Oder, keine Ahnung. Irgendwie muss ich doch das gießen können. Was sind denn die gut, die Schablonen? Ich habe jetzt die Schärfungsschablone gebaut. Da muss ich doch diese komischen Teile wahrscheinlich gießen, oder? Gehen wir mal Buch ein. Buch. Oh Gott, da gibt's viele. Wir sind des Buches. Ich brauche doch nur das Tinker's Construct Buch. Alter, gibt's viel zu viele von Tinker's. Ich
Schmiedebuch, oder wie heißt denn das? Schmiede. Alter, du bist doch bist. Ich könnte mir. Wo gefällt das denn? Das fällt das Ding, das kannst du. Ah, okay, das kommt dann hier hin. Aber irgendwo. Weißt du, es gibt zu jedem Mod gibt es ja eigentlich ein Buch. Die Frage ist, wo. Das, warte mal, das ist es. Das ist doch dieses komische Zeug, oder? Wie stelle ich dich her? Ja, das ist aber aus. Was mische ich das? Aus geschmolzenem Aluminium, drei Buckets und ein Aluminium und Kupfer. Aluminium und Kupfer. Habe ich davon noch genug auf Lager? Wo ist denn Aluminium? Wo ist denn mein Aluminium? Ich bin mir sicher, ich hätte Aluminium. Silber? Als ob ich kein Aluminium habe. Also ich habe echt alles auf dieser Welt gesammelt, aber kein Aluminium oder was? Blei? Aluminium. Bin mir noch sicher, hat er den Dreck. Ah, da habe ich doch bestimmt auch schon was geschmolzen, oder? Dann muss ich halt schnell das Aluminium noch bearbeiten, wenn das so ist. Aber Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!